grenzenlose Entspannung, meditieren, beten, pilgern, Ritual feiern, das alles läuft unter dem Begriff Spiritualität. Nur, was ist Spiritualität? Christliche Spiritualität? Und wie prägt sie das Leben? Wir haben zwei spirituelle Menschen eingeladen. Gisula Tscharmer, freie Ritualbegleiterin, Theologin und ehemalige evangelisch reformierte Pfarrerin. Sie sagt, die Beschäftigung mit der Natur hat meinen Glauben verändert. Der Niklaus Kruster, Kapuzinerbruder, auch ein Theologe, ein versierter Buchautor. Sein Idol ist der heilige Franz von Assisi. Der ist im Moment sowieso hoch im Kurs als Namenspatron vom Papst Franziskus. Frau Tscharmer, wie sieht denn Ihre Spiritualität aus? Es ist so ein Raum um mich herum, der keine Begrenzung hat. Also wenn ich auch jeden Menschen, den ich mit ihm zu tun habe, denke ich, ich spüre mal, was da auf mich zukommt, oder auch eine Pflanze oder ein Tier oder was immer. Und dann schaue ich gerne noch ein bisschen weiter, aber ich weiss, ich werde neimen, wird sich mein Blick verlieren. Und dort fängt dann das Geheimnis an. Und das ist für mich so der Raum, wo ich nicht kann mit meinen fünf Sinnen oder mit dem Verstand eingrenzen. Und das ist sehr spannend und fordert immer ein bisschen raus. Es tut gut. Mhm. Also ein weiter Raum, das für mich. Jetzt so das Wort Gott habe ich noch nicht gehört, aber Sie haben hier Brennnesseln, geröstete Brennnesseln mitgebracht. Ja, geröstete Brennnesseln. Also die Natur scheint wichtig zu sein. Ja, einfach weil die Pflanzen, die sind viel älter als mir. Und ich merke, je älter sie werden, zum Beispiel mit ihren Wurzeln und wie sie den Himmel aufnehmen und wie sie mit uns Menschen umgehen, also Wildpflanzen natürlich. Das sind so viele Geheimnisse und Wunderdeute. Und ich merke immer, aha, ah, über das habe ich doch schon in der Bibel mal etwas gehört, aber da kann ich es gerade direkt. Oder, und die Pflanzen lehren mich auch wie, so, ein bisschen, eben, so wie die Wurzeln oder die Antennen ausstrecken. In einen Raum, wo ich dann nicht mehr sagen kann, bis der Herr glaube und nachher glaube ich nicht mehr oder so. Darum, es hat sich aufgelöst, darum hat Namen wie Gott oder so. Also ich kann ihn gut brauchen, aber für mich persönlich ist es wie, hat es wie eine elastische Weite rundherum. Ja, Sie leben im Bündnerland. Gilt das alles auch für Städter? Städter ja, erst recht, ja, ja. Also ich bin ja von Zürich. Ich finde es immer spannend. Ja, ja, ich pendle hin und her. Ja, und auch in der Stadt. Herr Kruster, so. Wie merkt man bei Ihnen Kapuzinerbruder, manchmal im Habit, heute nicht. Wie merkt man, dass Sie ein spiritueller Mensch sind? Ja, das müssen wir andere fragen. Für mich selber ist Spiritualität ganz praktisch verstanden. Leben mit Tiefe und Weite. Wer in Tiefe wächst, der kann auch weit werden, der kann offen werden. Frau Tscharmer hat gesagt, hat von Wurzeln geredet, von Antennen. Ich habe doch ein Symbol vom Baum auf dem T-Shirt. Je tiefer die Wurzeln sind, desto offener, desto weiter kann man werden. Offen werden, wach werden für den Menschen, der mir begegnet, für die Welt, für das Leben mit den Herausforderungen, die jeder Tag hat. Offen werden auch für das, was Dorothee Sölle sehr schön sagt, mehr als alles. Es gibt mehr als alles. Ein sehr schöner Ausdruck für das Göttliche, das sie braucht. Bei Ihnen ist auch die Natur, gell? Und dann haben Sie gelacht vorher. Also Humor, Spiritualität ist nichts Humorloses. Nein, also uns ist eigentlich Lebensfreude verheißen und Lebensfülle. Also wir lachen sehr, sehr viel, ich selber auch. Sie tragen auch ein Kreuz, interessant. Das Schwierige gehört auch dazu. Ja, ich bin an sich froh, dass der Franz von Assisi das, die Form gewählt hat vom Kreuz. Das ist natürlich auch beides wieder. Es ist die Tiefe und die Weite, die Offenheit. Mhm. Sich aufmachen für die Welt. Das Tauzeichen ist schon ein biblisches Zeichen, schon aus dem Alten Testament. Aber es ist auch ein Ursymbol von jeder Religion. Eben in die Tiefe wachsen und sich aufmachen, sich weit, weit aufmachen für das Leben, für die Welt. Was heisst Tauzeichen? Tau ist ein Buchstabe, der letzte Buchstabe vom hebräischen Alphabet und steht eigentlich für Momente, wo es um alles oder nichts geht. Also, wo es auch um Gefährdung geht, das ist ein Segenszeichen im Buch Ezechiel. Im Neuen Testament ist es dann griechisch natürlich das Zeichen von denen, die den Weg bis ans Ziel geschafft haben. Und für den Franz von Assisi ist es dann ein Segenszeichen geworden, dass er mit dieser biblischen Bedeutung im Hintergrund gesagt hat, ich wünsche dir, dass du deinen Weg gehst, durch alles, was das Leben mit sich bringt, bis ans Ziel, dass dich nichts von deinem Weg abbringen kann.
Da ist ein Christus am Kreuz angetönt oder angedeutet. Ja. Mhm. Aber es ist nicht so eine martialische Darstellung, wie man sie oft sieht in Kirchen, oder? Blut überströmt. Nein, das ist tatsächlich. Es ist eine ganz feine Andeutung vom Kopf und von den Füßen. Wobei, wenn man es so genau anschaut, hat es fast etwas Tänzerisches. Mhm. Also es ist nicht nur Erinnerung an Passion, an Leiden, es ist auch die Erinnerung an die Auferstehung. Die alten Kreuze hatten das. Also ich werde mal auf Irland reisen und dort sieht man dann die keltischen Steinkreuze, die zwei Seiten haben. Die Lebensseite, die Auferstehungsseite und die Schmerzseite. Also die alten Kulturen, die alten, haben das noch gekannt, oder? Und haben das nicht fixiert auf Passion. Mhm. Also ich bin kein Passionsmystiker. Sie sind viel in der Natur unterwegs. Die Sendung «SF bei den Leuten» hat Sie im Jahr 2009 begleitet. Durch den Wald. Wir schauen uns einen kurzen Ausschnitt aus dieser Sendung an. Gisula Czarner. Sie streicht durch Büsch auf der Suche nach wilden Pflänzchen. Sammelweib, sagt sie sich selber. Sammeln tut sie, was gut schmeckt und essbar ist. Das landet im Kochtopf von ihrer sogenannten wilden Weiberküche. Hunderte Rezepte hat sie schon ausgetüftelt und auch veröffentlicht. Ja, die Kraft der Natur. Sie bietet auch Rituale an. Sie sind freie Ritualbegleiterin. Sie sind vor über 20 Jahren aus der reformierten Kirche ausgetreten. Das war eine frühe Entwicklung hier, noch nicht absehbar, dass sich das mit der Konfessionsfreien so entwickelt. Inzwischen etwa 21% der Wohnbevölkerung in der Schweiz. Aber sagen Sie mir, mit christlicher Spiritualität, was hat das mit Christentum noch zu tun? Also ich kann nicht unterscheiden, christliche Spiritualität oder andere. Das ist so wie, wenn das ein extra Markenzeichen wäre. Für mich ist spezifisch christlicher da. Also von mir aus gesehen, ich bin einfach aufgewachsen in einem reformierten Haushalt. Per Zufall, es hätte auch ein Katholischer sein können. Und in dieser Kultur, da habe ich gefunden, in dieser Kultur mache ich jetzt mal ein Billett, also eine Ausbildung. Ich habe aber da schon gedacht, ich will eigentlich als kleines Kind schon Priesterin sein für alle Menschen. Also ich habe nie eine Beheimatung erlebt in einer Konfession. Sondern das ist für mich wie ein Kleid vom Gleichen. Das ist noch interessant, weil viele treten aus der Kirche vielleicht wegen der Kirchensteuer. Bei den Katholikinnen und Katholiken regen sich viele über irgendetwas inhaltlich auf. Aber bei den Reformierten, was ist für Sie der Grund? Also das mit den Kirchensteuern, das ist einfach so eine oberflächliche Verurteilung. Die Leute treten nicht aus wegen der Kirchensteuern, sondern sie überlegen sich, für was gebe ich mein Geld. Und wenn ihnen das nicht mehr so viel bedeutet, dann zahlen sie die Kirchensteuern nicht mehr. Vielleicht zahlen sie an einem anderen Ort im Vereinsbeitrag, oder? Wo sie sich sehr engagieren. Also ich glaube, es liegt nicht primär am Geld, sondern das Geld ist dann einfach noch die äußere Sichtbarkeit. Das bei mir hat man auch gemeint, ich habe ein Problem mit der Kirche oder mir fehlt etwas. Das ist nicht der Fall. Ich habe einfach, in dem Sinne eigentlich nur finanziell meine Mitgliedschaft aufgelöst, damit ich nicht gebunden bin, auch so in den sakramentalen Regeln, und nicht gebunden bin an, sagen wir, die Vorgaben von der reformierten, sagen wir, Theologie oder Dogmatik. Aber im Grunde genommen, jede Religion ist für mich auch, also es hat dann ein Kleid, das vielleicht die Spiritualität nach deren gewissen, auch ja, eine gewisse äußere Form gibt. Und ich bin langsam aus deren herausgewachsen. Also ich bin schon, einfach mit dem Kreuz, das hat mich noch sehr bewegt. Ich arbeite sehr viel mit Kreuzform, aber ich sage gar nicht das Kreuz, sondern zum Beispiel bei einer Taufe oder Verruss oder auch nach dem Gespräch, je nachdem, was die Leute wollen, dann will ich vielleicht einfach zeigen mit den Händen, es gibt so wie zwei Dimensionen, die vertikale, also die spirituelle, bin gut im Boden verwurzelt, eben wie der Baum, und auch so ins Licht, ins Nichtstoffliche. Und zugleich bin ich auch gesellschaftlich verwurzelt und so, wie mir das Kind jetzt einwehen. Und dann nachher ist es eben auch ein Lebenskreuz und kein Todesbalken. Es gibt übrigens ja ganz schöne, also in der Kirche Wangs, das ist eine katholische Kirche, wo ich total aufgegangen. Die haben vor ein gleichschenkliges Kreuz und Jesus steht oder sitzt quasi, stützt sich auf die Querbalken und sein Sonnengeflecht, sein Zentrum ist auf dem Mittelpunkt. Das sind so kleine Sachen, die unglaublich viel auslösen.
Wie tönt das für Sie? Sie sind sicher verwurzelt in der katholischen Kirche. Ja, man kann sagen. Also, ich habe Zellenwurzeln in Innerrhoden, die sind sehr katholisch. Ich bin in einer katholischen Bauerngemeinde aufgewachsen. Dass ich Kapuziner geworden bin, das ist eine eigene Geschichte, eine recht bewegte auch. Ich bin das, was ich sicher in der Kirche gefunden habe, das ist einerseits Gemeinschaft. Mhm. Und andererseits auch ein gesunder Erfahrungsschatz. Und ich merke so, da haben Generationen haben Erfahrungen weitergegeben. Wobei man sehr gut unterscheiden muss, was ist gesunde Tradition und was ist ungesunde Tradition. Sie sind ja daheim beim Franz von Assisi, Sie haben es schon erwähnt, also der Gründer von euch. Mhm. Es sind eine franziskanische Tradition. Kapuziner, oder? Also ein franziskanischer Bettelladen, gehen zurück auf den Franz von Assisi, bekannt für den Sonnengesang, den Mann, der für die Armut steht, der jetzt eben den Namen gibt, dem aktuellen Papst. Jetzt können Sie mir sagen, christliche Spiritualität, was ist denn das? Also, ich habe vorher gesagt, Spiritualität heisst für mich Leben mit Tiefe und Weite. Das gibt es in jeder Religion. Jede Religion kennt ihren Weg zu einer Wachheit, zu einer inneren Wachheit zu kommen, zu einer Tiefe und zu einer Offenheit für die Welt. Die christliche Spiritualität die orientiert sich für mich an der Person von dem Rabbi Jesus aus Nazareth, an seiner Lebenskunst, an der Geisteskraft, die ihn bewegt hat. Und ich würde sagen, für das ist mir die Kirche tatsächlich auch wichtig. Es ist ein Ort, wo auch Gemeinschaft erfahrbar macht, also auch Gemeinschaft mit dem Christus, der sagt, ich bleibe bei euch alle Tage bis zur Vollendung. Also wie äußert sich das konkret im Alltag? Also, ich nehme an, ihr betet miteinander, Sie sind Olte im Kapuzinerkloster miteinander. Also wenn ich daheim bin, ja, dann haben wir... Sie sind viel unterwegs auf Reisen und... Ja, wenn ich daheim bin, dann haben wir tatsächlich, wir haben 3 stille Zeiten, am Morgen früh, um 6 Uhr, am Mittag auf die 12 Uhr hin und am Abend um 6 Uhr nochmal. Das sind so stille Oasen im Alltag und zwischendurch sind wir meistens, also mehrere von uns sind unterwegs, arbeiten draußen, haben unseren bewegten Alltag. Aber ich kann sagen, die Rhythmen, natürlich die tragenden Rhythmen, die sind schon sehr wohltuend. Und wenn ich unterwegs bin, dann muss ich schauen, wie ich das unterwegs kann pflegen kann. Weil eben gerade die stillen Zeiten, die sind eine Hilfe, um die tiefe Dimension zu wahren. Mhm. Und aus dieser Wachheit heraus eben auch mich dann einzulassen aufs Leben. Es ist interessant, ich habe die stille Zeit aus dem Kloster rausgeholt. Mhm. Weil die reformierte Kirche hatte das, ja jetzt neu schon auch, aber die hat das nicht so als Tradition in meiner Zeit. Das war früher, es hat etwas gefehlt, wenn man still war. Aber ich habe dann gemerkt, so am Anfang von meiner freiberuflichen Tätigkeit, was finde ich für einen Weg, weil die einen haben, wollen, dass man Gott nicht erwähnt oder Jesus nicht. Und ich habe einfach gesehen, mein Glauben ist so meine Aufgabe, die Leute dort zu begleiten, wo sie sind, und ihnen nicht etwas aufzudrängen. Und irgendwie bin ich im Laufe der Jahre völlig weggekommen von gesprochenen Gebet. Und manchmal ist eine Einleitung mit so ein Du vielleicht und dann so ein bisschen, um einfach die Weite zu zeigen, was das alles kann sein oder vielleicht auch nicht sein. Oder auch nicht einmal das. Und ich staune, was da alles abgeht. Einfach die Leute in eine gemeinsame Stille führen, weil das hat jeder Platz. Was geht ab? Ja, es ist so eine Art von Gemeinschaft, die entsteht. Eben, sogar dort. Ich habe ja immer noch ganz andere Leute. Ich bin nie am gleichen Ort, nie in der gleichen Gesellschaft. Auch wohne ich hier und ich bin ganz ehrfürchtig geworden irgendwie mit der Zeit. Es braucht so wenig. Gerade die gar nichts Christliches wollen und nichts Kirchliches, sie wollen aber gleich eine Fachfrau. Also etwas wollen sie gleich. Und miteinander dann in eine Stille tauchen und nachher ist man anders. Und meine Aufgabe, das Schönste, was es gibt, die Stille irgendwie zu begleiten, mehr so wie eine Schale, also die erdige Schale, wo dann etwas Platz hat. Aber wenn zwei wollen heiraten, dann kann man ja nicht nur schweigen, oder? Ja, nein, aber es ist ein Gottesdienst für alle. Also bei mir heisst es einfach ein Feier, oder? Und das Thema des Heirats ist eigentlich im Zentrum. Das ist nur ein Teil, das ist der Mittelpunkt. Und das sind Konfessionsfreie, die zu Ihnen kommen? Ja, aber die Leute, die Sie dann eingeladen haben, sind alle möglichen. Die sind vielleicht katholisch, reformiert oder in nicht. In der Feier dabei sind, ja. Ja, und ich finde das so spannend. Ich muss ja dann irgendwie die Feier so gestalten. Das habe ich nicht gewusst, als ich mal angefangen habe. Dass alle sich irgendwo finden. Ich muss nicht allen recht machen, aber ich kann die schöne Aufgabe...
einen Rahmen zu bringen. Und das gibt eben auch meine Gemeinschaft, wo jeder irgendwo andocken kann oder sich kann, vielleicht eben in der Stille sein stille Gebet machen oder so. Und ich bin auch aus Ehrfurcht von dieser spirituellen Dimension. Ich habe zunehmend Mühe, dann mit einem Namen eben zu Gott oder Göttin oder so zu benennen, weil ich bin ja drin ausgespannt, oder? Es ist schon. Aber gibt es Spiritualität ohne Religion? Das ist ein bisschen Worttüftlerei, muss ich jetzt gerade sagen. Okay, dann anders. Gibt es Spiritualität ohne Gott? Sie haben es jetzt gerade erwähnt. Ja, das ist einfacher zu fragen. Ich kann das nicht definieren. Ich finde, wenn man das fragt, dann ist immer etwas Ausschliessendes. Also, mit Gott oder ohne Gott, was ist denn Gott? Das ist für alle Leute etwas anderes. Also, wenn mich jemand fragt, glauben Sie an Gott, dann bin ich immer ein bisschen hilflos. Ich sage, ich kann nicht an etwas glauben und das andere nicht, sondern ich habe ein Urvertrauen in etwas rein, das grösser ist als ich und tiefer. Mhm. Ich kann Gott nennen, ich kann es auch Göttin, sie ist auch Mutter Erde, also das merke ich an meinen Festen bei Beerdigung und so. Sonnengesang, gell? Von Franz von Assisi, ja, aber das an etwas glauben kommt mir immer vor wie ein Bild, das ich an die Wand hänge. Dann ist es hinten von der Wand begrenzt, vorne von meinen Augen und auf der Seite vom Rahmen. Und das kann ich nicht. Ich würde sagen, vom Christlichen her ist ja noch die Frage, die christliche Spiritualität. Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich drei Richtungen habe. Also auch im Glauben oder auch im Beten. Das eine ist, ich sage mal auch am liebsten, das Du. Es gibt ein Du über allem. Und es gibt viele Situationen, wo es gut ist, wenn ich aufschauen kann. Mhm. Also, irgendein Vertrauen, es gibt ein Du über allem, das den Überblick hat und wo den Weg kennt und sieht. Das ist aber nur eine Richtung. Traditionell heisst dann, sagt man dem Vater oder Mutter im Himmel. Es gibt auch andere Namen. Also Mutter ist dann in der Erde. Also das passt ja schon nicht in den Himmel. Ja, es gibt in der Bibel, Altes Testament, gibt es mütterliche Gottesbilder. Ja, ja, das weiß ich schon. Oder? Ja. Und dann das Zweite ist das Du mit uns. Das wäre eben Immanuel in der Bibel. Also Gott mit uns. Wir sagen dann dem Christus, ich sage dem Brüder, Freund, Meister. Und für mich ganz, ganz wichtig ist das Göttliche in uns. Also in jedem Mensch, auch in der Erde, in der Schöpfung, dass die göttliche Kraft überall. Und das darf ich in jedem Mensch vermuten, in jedem Mensch suchen, in jedem Mensch ansprechen und auch in mir selber. Und je nach Situation ist mein Gebet anders. Ich schaue auf oder ich höre und schaue in die Mitte. Das ist gerade immer ein Gottesdienst, sehr wichtig. In der Meditation ist dann eher der Weg ins Innerste. Also ihr seid recht nahe, wenn ich so zuhöre, gell? Wenn jetzt hier ein... Was heisst das? Bei mir geht es insofern viel weiter. Also mein Angebot ist so, dass Leute auch eben, sie wollen kein Gebet und auch eben kein Du. Oder? Das ist für mich das ganz Heikelste, wo ich immer ganz am Schluss, wenn sie nicht damit kommen, noch darauf sprechen komme, wie ist der spirituelle Tarif oder Dimension, weil ich kann jemanden vergewaltigen oder etwas zu wenig machen, was sie erwartet oder eigentlich wünscht und vielleicht erst merken, wenn es dann gefehlt hätte. Darum ist bei mir natürlich dort der Rahmen viel, viel weiter raus im Sinn von ist überhaupt bei meiner Arbeit das Gebet oder nicht. Meine Haltung ist immer das Herzwort Vergewaltigung. Also ich würde, nein, so, wahrscheinlich sind wir uns wirklich näher, als sie glauben. Ja, mal schon. Weil ich tatsächlich, ich bin ja nicht Priester. Das heisst, ich wirke nicht in den üblichen Gottesdienst. Ganz wenig. Ich halte vielleicht ab und zu mal eine Festpredigt. Halten. Mhm. Aber ich bin in einer sehr ähnlichen Lage. Ich werde gefragt von Leuten, machst du mit uns ein Segensfeier für unser Kind, das wir nicht taufen wollen? Ja. Oder kannst du mit uns einen Lebensbund feiern, den wir nicht in der Kirche wollen und nicht nach den alten Formen? Und dann muss ich eigentlich etwas ganz Ähnliches machen wie sie. Ich muss schauen, mit wem habe ich zu tun, was haben die Leute für Erfahrungen, was haben sie für Zeichen, was ist für sie stimmig. Aber das gehört ja nicht alle gerne in der katholischen Kirche, oder? Gut, wenn ich nicht ordiniert, wenn ich nicht Priester bin, bin ich natürlich ähnlich freischaffend. Und in der Orden ist man ein bisschen freier, oder? Jetzt christliche Spiritualität. Wenn jetzt hier ein Jesuit sitzen würde, der jetzige Papst hat zwar den Namen angenommen, aber ist ein Jesuit. Wenn jetzt hier ein Benediktiner würde sitzen, da gibt es ja verschiedene christliche Spiritualitäten. Ja, was wäre denn der Unterschied? Also bei einem Benediktiner ist wahrscheinlich tatsächlich... Und Sie haben schwarze Kutte. Ja, Sie haben auch den Namen Orden geprägt. Also der Ordo. Ordo im Sinn von einer inneren und äußeren Ordnung ist für einen Benediktiner sehr, sehr wichtig. Der Franz von Assisi ist aus dem ausgebrochen. Für ihn ist Improvisation sehr wichtig.
ist Mobilität sehr wichtig, Dynamik sehr wichtig. Also das ist schon, ich wäre kein Benediktiner, ganz klar nicht. Mich würden Benediktiner nicht lange aushalten. Also in meiner... Mhm. Aber Sie haben promoviert in Theologie, Sie hätten können Jesuit werden. Ja, können. Also ich find den Papst interessant, oder? Er ist ein lateinamerikanischer Jesuit. Ja, da haben Sie ein Buch geschrieben, «Der Mann der Armut», ja. Oder? Franziskus, ein Name wird Programm. Mhm. Nein, ich meine, Sie haben, was, 25 Bücher haben Sie geschrieben? Wäre doch ein Jesuit. Ja, Sie sind nicht nur jesuitenfähig, Bücher zu schreiben. Nein, ich wäre kein Jesuit. Mir ist, sagen wir mal, sind Beziehungen zu wichtig, also auch brüderliche Beziehungen. Gemeinschaft ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und ich finde, Jesuiten sind häufig sind sie hochqualifizierte Einzelkämpfer. Also so erlebe ich verschiedene Jesuiten. Aber die Spiritualität, das ist jetzt die Ausprägung von der Orden und wie sie leben. Die Spiritualität von dem Ignatius von Loyola, oder, der sagt, in allen Dingen Gott finden. Mhm. Das ist eigentlich recht nah bei dem, was Sie vorher erklärt haben. Ja, das ist, der Ignatius hat sehr, sehr viel Kompatibles mit dem Franz von Assisi. Es ist eigentlich mehr vielleicht mit Lebenskunst, die ein anderer ist. Ich muss es gleich noch ein Kreuz bringen, wo der Jesus dran ist. Das ist nämlich das hier, wo ja das Ikonenkreuz ist von San Damiano. Vor dem Kreuz hat ja auch eben der heilige Franz von Assisi, auch die Clara, die mit ihm dann gegangen ist, einen Frauenzweig gegründet hat, die heilige Clara von Assisi, meditiert, Gottesbegegnungen gehabt. Christus führt keinen Weg vorbei, auch in eurem Orden. Nein, ich sage auch nicht. Für mich ist Christus eben das göttliche Du mit uns, in unserer Mitte. Darum hat es dann einen Haufen Leute, oder, unter dem Kreuz. Genau, er ist nicht allein. Wobei man sieht auch bei diesem Kreuz, man sieht obendran die Hand Gottes. Das ist eben das, man sieht nur die Hand, das könnte auch eine mütterliche sein. Ja. Das Du über allem. Dann sieht man Christus im Zentrum, und zwar nicht allein, sondern tatsächlich sogar eine Mehrheit Frauen. Und dann sieht man die rote Farbe, das ist die Farbe vom Geist, von der Ruach, von der Geisteskraft, die stärker ist als alles, auch stärker als das Dunkle vom Tod, das auch vorkommt. Das ist ja das leere Grab da. Also es ist ein Credo-Kreuz, das ganze christliche Credo darstellt, inklusive die Schöpfung. Da unten ist Adam und Eva. Also es fängt schon an mit der Schöpfung. Haben Sie jetzt mit dem allem abgeschlossen, oder? Ich bin ja nicht reingestiegen. Wenn man etwas nicht reingestiegen ist oder angefangen hat, dann muss man es auch nicht abschliessen. Ich finde es immer spannend. Ich merke jetzt, aber das ist wirklich jetzt im Älterwerden. Es hat einen Unmut gebraucht, um dem zu stehen. Es ist nichts dagegen, aber ich bin irgendwie in eine Dimension nicht gerutscht, sondern gestiegen. Mir fehlt jetzt noch der Boden. Ich merke zunehmend, ich habe auch viele Jahre gebraucht, dass ich überhaupt den Mut hatte, das auszusprechen. Eben nicht das Mütterliche oben. Mir ist einfach alles zu weit oben und immer der Blick nach oben. Mir fehlt die Erde. Und das ist etwas ganz Heikles, um so zu sagen. Wirklich auch Mutter Erde. Also ich bin einmal gefragt worden in einem Kurs, da bin ich noch wie verschrocken ab dieser Frage. In einem Kochkurs plötzlich hat eine Frau mich unterbrochen und gesagt, ja, betet sie dann vielleicht noch die Erde an? Und ich habe im Moment so gesagt, nein. Und dann habe ich gedacht, ich habe gelogen. Ich habe nicht den Mut gehabt. Ich tue sie nicht. Und das ist so im christlichen Leiden. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir also erzogen worden sind. Im Studium lernt man alle möglichen Grundreligionen, wo, also im Orient, oder, rund vor den biblischen Zeiten, von Europa nichts. Dort fängt zuerst mit der Christianisierung an. Alles, was vorher war, ist alternativ oder New Age oder was. Aber unsere germanische, oder? Ja, Grund, wo ganz viel die wichtigsten Sachen, Kirchenjahr und so, und eigentlich auch das Christentum gefuttert hat, wirklich ernährt. Aber ich merke, dass etwas mich wie zurückführt, ganz ohne Gewalt oder Aggression, zurück zu dem Boden. Also das ist für mich die Mutter, die mich geboren hat. Und heute, auch wenn ich so mit der vier Himmelsrichtung oder so, ich merke, oder ein gestorbener Mensch, genau die gleiche Segensfülle, wenn sie zur Erde kommen und sich wieder verwandelt und die Mutter nimmt sie wieder auf und nachher eine Seele, die quasi in die andere Dimension, also ein bisschen väterlich oder mütterlich. Aber für mich ist das wie
ein Geschenk, dass ich noch, das unten eben auch, das hat für mich jetzt die gleiche Bedeutung. Und ich sehe, ich jetzt habe eine Aufgabe, das auch noch ein bisschen zu wecken und das auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen praktizieren in meiner Arbeit. Also vom Franz von Assisi her ist natürlich Schwester, Mutter, Erde. Das ist ja sehr, sehr stark im Sonnengesang. Allerdings sagt er natürlich durch das auch, die Mutter Erde ist eine Schwester, sie ist geschaffen. Und für mich ist insofern das Mütterliche ohne. Es ist die natürliche Mütterlichkeit der Erde. Ich mache fürs Leben gerne Pilgerferien. Meine ganzen Ferien sind meistens unterwegs und immer draussen übernachten, in den Wildnis und so. Genau. Insofern könnte man von mir auch so ein Film. Aber es gibt auch das Mütterliche über uns. Und für den Franziskus ist denn das, gehört denn das zur neuen Schöpfung, zur zweiten Schöpfung. Und unsere Schöpfung hier, das ist für ihn das Pilgern. Also wir sind Gäste auf dieser Welt. Und die Erde hat uns durchaus Sorge, und wir ihr hoffentlich auch. Aber das Ziel ist letztlich noch eine dieser Welt. Und auch dort gibt es eine mütterliche Dimension. Und die ist für mich dann oben. Ja, das ist noch interessant. Ich habe gerade durch die Pflanzen, habe letztens wieder wegen Unkraut und so Vögelkraut, so Vogelmier, als eines der schlimmsten, einfach so gartenbedeckenden und verstickenden Kräuter. Das ist eine Heilpflanze, total. Und die hat ja, deren Samen oder vielleicht auch Feinstoff, vielleicht einfach eine Idee, haben ja vor der Eiszeit schon stattgefunden. Und ich habe, das sind neue Entdeckungen. Ich kann einfach so Ahnungen, ich kann nur sagen Ahnungen, dass bei mir tatsächlich auch die Erde, weil nur die Menschen, die religiösen Erfahrungen können machen, sind ja aus der Erde, hat sie tatsächlich die gleichen Geheimnisse. Das ist vielleicht einfach meine Erfahrung. Und auch dass die Erde selber die Mutter Grundkraft hat. Bei mir hat sie mehr Gewicht. Und wenn ich dann eingehe, komme ich auch wieder in so einen Verwandlungszyklus, der so geheimnisvoll ist, dass ich das Gefühl habe, der überlebt uns freudig. Wir kommen zu der Natur zurück, dort sind wir losgegangen. Wir sind schon bald am Ende von unserem Gespräch. Wir haben geredet über verschiedene Facetten von Spiritualität. Spiritualität christlich, Spiritualität ohne Religion, ohne Gott. Die Entwicklung, die jetzt im Gang ist, gesellschaftlich, wie geht das weiter? Wie schauen Sie dem entgegen? Ganz kurz. Ich denke, dass die religiöse Welt immer vielseitiger wird, immer bunter, immer gemischter. Ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, echt religiöse Menschen finden sich. Die finden sich quer durch die Religion durch. Dem kann ich nur beipflichten. Also ich tue einfach immer, ich kann es so sagen, die Leute kommen jetzt zu mir, weil sie etwas nicht wollen. Sie wissen noch nicht, was sie dann für ein Vier wollen. Oder? Sie wissen nur, was sie nicht wollen. Einfach das Monopolangebot einfach von ihrer Kirche, ob jetzt das gut oder nicht gut ist. Ist nicht wichtig. Aber ich staune, wie viel Urreligiosität oder eben Spiritualität in jedem Menschen wie ein Grundinstinkt da ist. Und sobald ich es wecke, fängt es an zu leben. Gehöre ich als Schlusswort. Besten Dank. Der Einblick in die Spiritualität, auch christliche Spiritualität. Frau Czarne, Herr Kuster. Ja. Ihnen danke für Ihre Aufmerksamkeit. Um die Kraft von Ritual geht es auch jetzt im folgenden Film. Und in zwei Wochen redet hier meine Kollegin Amira Hafner al-Jabbatschi mit ihren Gästen über Seelsorge in dem Moment, wo es brenzlig wird, über Notfallseelsorge.